Vor nicht allzu langer Zeit habe ich euch eine Liste von den erfolgreichsten deutschen Filmen gezeigt. Wie viele Leute schauen sich die Filmproduktion aus dem eigenen Land denn so an? Da wurde schnell klar, dass der als humorlos gebrandmarkte Deutsche vor allem seine Komödien mag. Die besseren, aber auch die schlechteren. Wie sieht es aber mit dem deutschen Film im Ausland aus? Wir schauen uns heute die erfolgreichsten deutschen Produktionen an und wie erfolgreich sie in den USA gelaufen sind. Ob sich das mit unserer letzten Liste deckt, finden wir es heraus und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Cinema Strikes Back. Jetzt heißt es Daumen drücken. Welches Bild hat die Welt da draußen von unserer Filmproduktion? Kennen Sie in den USA Til Schweiger? Sehr auf Wiedersehen to your Nazi Boss. Ja, gut, den kennen Sie. Da brauchen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Also, welche Werke made in Germany gönnt man sich in den USA? Unsere Liste beginnt direkt mit einem Werk, das so eine immense Schwere hat, dass sich alle Dudes, die Til Schweiger bisher so gespielt hat, daran verheben würden. Die Rede ist von Michael Haneckes Werk Das Weiße Band über ein Dorf kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Die Geschichte des Films ist kein leichter Stoff und seine Bilder in Schwarz-Weiß unterstreichen das nochmal. Der Film konnte 2,2 Millionen US-Dollar einspielen. Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Auf dem 9. Platz unseres Rankings haben wir einen Film, der in den USA unter dem Titel The Nasty Girl lief. Der Film ist von Michael Verhoeven und kam 1990 unter dem Originaltitel Das schreckliche Mädchen in die Kinos. Es geht darum um die Schülerin Sonja, die für einen Schreibwettbewerb die Geschichte ihrer bayerischen Heimatstadt während des Nationalsozialismus recherchieren möchte und dabei auf viel Widerstand durch die Bürgerinnen und Bürger stößt. Der Film basiert auf den Erfahrungen der Autorin Anna Elisabeth Rosmus. In den USA konnte The Nasty Girl 2,3 Millionen US-Dollar einspielen und war auch für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert. Auf dem 8. Platz befindet sich der Film Phoenix aus dem Jahr 2014. Gemacht hat den Christian Petzold und in der Hauptrolle ist Nina Hoss zu sehen, die wir dieses Jahr in Pelikanblut bewundern konnten. Phoenix oder Phoenix ist ein Historienfilm. Zeitlich spielt er im Herbst 1945 und dreht sich um die KZ-Überlebende Nellie Lenz. Neben zahlreichen Auszeichnungen in Deutschland lockte der Film in den USA so viele Leute ins Kino, dass er 3,18 Millionen US-Dollar einspielen konnte. Tomorrow is here and always too soon. Endlich mal eine Liste über Filme, die das Publikum begeistern konnte, in der ein Film von Wim Wenders erwähnt werden kann. 1987 schnappte der sich Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Peter Falk und Otto Sander und drehte Der Himmel über Berlin. Der Film wurde mit Preisen nur so überschüttet und bekam sogar ein US-Remake mit Meg Ryan und ja, mit Nicolas Cage in den Hauptrollen. Wim Wenders Wunderwerk schaffte es, 3,2 Millionen US-Dollar einzuspielen. Bisher hatten wir ja noch keine Überschneidung mit den erfolgreichsten deutschen Filmen in Deutschland, aber mit Platz 6 ändert sich das. Sieben Zwerge mit und von Otto. Hey, Arschloch! Nein, zum Glück nicht. Es ist Goodbye Lenin mit Daniel Brühl, der später auch in internationalen Produktionen überzeugen konnte. Das Ostalgiedrama kann als erster Film unserer Liste die 4 Millionen US-Dollar-Marke bei den Einspielergebnissen in den USA knacken. Unsere Liste ist bisher ja schon recht geschichtslastig und Platz 5 setzt das fort. Der zweite Auftritt von Bruno Ganz heute. Oliver Hirschbiegel brachte ihn 2004 in der Rolle von Adolf Hitler auf die Leinwand. Die Rede ist natürlich von Der Untergang. Die Einnahmen des Dramas können sich sehen lassen. Ganze 5,5 Millionen US-Dollar brachte der Film über die letzten Tage von Hitler in den USA ein. Auf dem 4. Platz ist ein Film, der während der NS-Zeit angesiedelt ist. Er handelt von der jüdischen Familie Redlich, die vor dem Regime nach Kenia flieht
und dort die Zeit des Krieges mit vielen Krisen hinter sich bringt. Die Rede ist natürlich von Nirgendwo in Afrika, der Film von Caroline Link, der 2001 bei uns in die Kinos kam und 2003 den Oscar als bester fremdsprachiger Film gewinnen konnte. In den USA konnte der Film 6,2 Millionen US-Dollar an den Kassen machen. Wir sind bei der Bronzemedaille angekommen. Den dritten Platz auf dem Siegertreppchen macht heute Lola Rent. Der Film mit Franka Potente und Moritz Bleibtreu, inszeniert von Tom Tykwer. Der Film hatte ein Budget von umgerechnet 1,7 bis ca. 1,8 Millionen Euro. Damals war ja noch D-Mark-Zeit angesagt. Aber in den USA konnte er 7,3 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einnehmen. Und das ganz ohne ein historisches Drama zu sein. Und bevor wir erfahren, welcher der erfolgreichste deutsche Film in den USA ist, reden wir kurz natürlich über Platz 2. Ähnlich wie Goodbye Lenin spielt Das Leben der Anderen mit der deutschen Teilung. Bei uns wurde der Film stark gefeiert und spielte umgerechnet 19 Millionen US-Dollar ein. Also bei uns. Aus den USA selbst kommen aber nochmal 11,3 Millionen US-Dollar obendrauf. Und dazu noch ein Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Bisher eine sehr starke Liste, was die Filme angeht, meint ihr nicht? Der deutsche Film kann, wenn er will, auch im Ausland überzeugen, Geld einspielen und Preise einheimsen. Vielleicht können wir unsere eigenen Werke oft nicht genug zu schätzen wissen. Was die US-Amerikaner aber sehr zu schätzen wussten, ist ein wahres deutsches Meisterwerk. Viele hatten bei der letzten Liste tatsächlich darauf gehofft, dass der vorkommen würde, aber wir müssen erst über den großen Teich blicken, bis wir über Das Boot reden können. Wolfgang Petersens meisterhafte Verfilmung nach dem Roman von Lothar Günther Buchheim über eine deutsche U-Boot-Besatzung in der engen Hölle von U-96 während des Zweiten Weltkriegs. 1981 kam der Film in die Kinos. In den USA spielte Das Boot 11,5 Millionen US-Dollar ein. Inzwischen gibt es mehrere Schnittfassungen zu sehen, unter anderem auch als TV-Serie mit einer Gesamtlaufzeit von 309 Minuten. Aber ich sag euch, es lohnt sich. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr alle Filme auf dieser Liste gesehen? Würdigen wir hier unsere guten Filme zu wenig? Schreibt uns eure Meinung gern unten in die Kommentare. Hier verlinke ich euch noch ein Special der erfolgreichsten Filme aus Deutschland in Deutschland und hier ein Knaller-Video von den unfassbaren Leuten von Kurzgesagt. Lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder hier auf Cinema Strikes Back. Okay, ciao.